Wir machen heute einen Ausflug nach Zadar. Wir sind mit dem Auto hierher gefahren und haben in Parkzone 4 geparkt. Die hat uns ein Campingnachbar empfohlen. Wir zahlen hier 2 Kroner pro Stunde. Also ganz lieben Dank für diesen Tipp, Alfred. Danke dir. Ja, und jetzt gehen wir durch das Tor in die Stadt. Ja, also die Autos dürfen nicht höher als 2,30 Meter sein, sonst kommt man leider nicht auf die Fahrt. Ja, durch dieses Tor gelangen wir jetzt in einen wunderschönen Park und hinter dem Park beginnt dann die Altstadt. Damit die Autos fahren können. So, jetzt gehen wir in die Innenstadt rein. Da haben wir schon das erste Tor. Da ist das schöne große Tor. Die Stadt Zadar liegt an der kroatischen Adriaküste in Norddalmatien. Hier leben 75.000 Menschen. Da hinten ist die Meeresorgel. Da gehen wir jetzt hin. Schön hier, ne? Im Meer zu sitzen. Da ist ein Spielplatz. Die Meeresorgel. Heute liegt hier im Hafen von Zadar auch ein Kreuzfahrtschiff und somit ist natürlich noch mal mehr los. Ja, nachts leuchten diese Platten. Jetzt endlich wird stehen bleiben. Das wäre schön, ne, wenn so ein Radio 1 zu 100 fährt. Aber ich möchte nicht sehen. Das ist eine kleine Station. Keine Autos. Wenn die Leute da unten sind, dann sind sie Katamaran.
Ja, jetzt sind wir im Hafen von Sadar. Der ist ja riesig. Viele Fähren, Katamarane und auch Motorboote. Natürlich werden hier im Hafen ganz viele Ausflüge angeboten, was dann auch die Passagiere von den Kreuzfahrtschiffen nutzen. Und die Touristen natürlich ebenfalls. Ja, wir wollten auf die Mauer hoch, aber das ist Privatgrundstück. Da kommen wir leider nicht hoch. Also man kann doch hier oben lang laufen. Ist kein Privatgrundstück. Sah am Anfang nur so aus. Überall so schmale, enge Gassen wieder. Das Forum Sadar wurde vom ersten römischen Kaiser Augustus gegründet und ist 90 x 45 Meter groß. So. Siehst du was? Hier haben wir jetzt noch mal eine wunderschöne Aussicht. Hier waren wir vorhin. Genau, da waren wir da unten. Ja, das war unser Tagesausflug nach Sadar.
Ja, von hier aus hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt Park. Sie hat 3846 Einwohner.